nutzlos geworden, ist auch nicht schlecht, ja. Dann muss ich jetzt leider Gottes 42.000 Energie raushauen. Dafür kann ich es jetzt wieder unten herum anschließen. Naja. Gut. Wieder hier Holz reintun und dann das Teil wieder unten herum anschließen. Dann müsste ich dafür Zappereien. So, so und so. Okay. Das sollte jetzt aber passen. Da fliegt es mir um die Ohren. So. Jetzt hier. Achso. Das war eins zu viel. Nein. Ach Gott. Ah, dann halt doch so. Hep. So, jetzt aber hier. Und hier und hier. Jetzt bist du aber lieb, oder? Gut. Ah, ich brauche 3 weitere Goldkabel. Habe ich denn noch? Ich habe 3 nur isolierte. Da fehlt mir noch ein bisschen von dem hier. Zack. So. Dann hier, hier, hier. Und dann wäre es das hier auch gewesen. Machen wir direkt dicht. Und wo ist mein Holz? Dam, dam, da, dam. Sehr schön. Ich schaue die Energie hier aus, hier fließt es fröhlich weiter. Und sogar recht schnell. Gut, das ist halt jetzt nur die Energie von dem hier, ja. Von dem hier gar nicht, weil ich habe es hier ausgeschalten. Dann schalten wir das mal mit an. Dann fließt hier die Energie mal raus. Ist eigentlich praktisch, das kann ich ständig an- und ausschalten. Hi. So, jetzt müsste sich eigentlich übelst füllen. Okay, es braucht jetzt insgesamt 600.000. Das könnte manchmal dauern. So, währenddessen räume ich hier mal wieder alles auf. Kupferkabel, Kupferdingens, Gummi. Gott, wie viel Gummi ich jetzt verbraucht habe. Und ich habe mich noch beschwert, dass wir es nie so viel Gummi brauchen. Irgendwie sollte ich das lassen, mich zu beschweren, dass wir das nie verbrauchen werden. Wir werden es nämlich am Ende doch tun. So, dann dich da rein. Den Kies... Wo habe ich den Kies jetzt eigentlich hier? Ach, von der Explosion da unten. Ich traue mich schon gar nicht. Wie viel? Boah, 100.000! Ich könnte doch jetzt den Laser auffüllen gehen, oder? Wow. Wie viel braucht der? Ich habe das Gefühl, der verbraucht einiges. Ich mache mal bis 60.000 und dann nehme ich ihn raus. Und jetzt. Ja, ein bisschen mehr, aber was weiß. Hi, jetzt habe ich einen Laser. Da müssten wir theoretisch Minen gehen, aber ich habe das Labpack dabei. Okay, so viel Energie ist auch an dem Labpack nicht. Ah, okay. Trotzdem waren wir schon lange nicht mehr in der Mine. Fällt mir gerade so ein. Sollen wir es mal riskieren? Ein bisschen Minen gehen? Dafür brauche ich einen Schraubenschlüssel, aber ich habe das K immer noch nicht ausgetauscht. Das C. Brauche ich dafür die Kettensäge? Ich nehme sie mal mit. Ansonsten kann ich dich dabei was tun lassen. Moment. Dann kannst du mal hier wieder extrahieren, filtrieren. Wie auch immer. Und sonst noch irgendwas? Wie viel Strom haben wir? Genügend. Ach genau, ich wollte ja das Uranerz da mal reinstopfen. Damit, oder doch, das passt, da Kompressor. Und was mache ich im Rest? Zinnstaub. Kupferstaub. Ja, den Kupferstaub, den kann ich jetzt hier reintun. Und habe ich noch irgendwo was? Da den Goldstaub. Ich weiß gar nicht, ob ich den sonst noch für irgendwas brauche. Den kann ich da reintun. Und den Eisenstaub, den werde ich garantiert nicht für irgendwas brauchen, der kommt direkt dahin. So, dann... Ah nee, ich wollte ja... Jetzt sind alle Öfen voll. Was brauche ich gerade nicht so dringend? Dich brauche ich eigentlich nicht so dringend. Ich wollte ja noch ein bisschen Kohle machen. Holzkohle. Weil... Achso, ich habe es noch gar nicht ausgetestet, ob es funktioniert. Wieso ist das so aufgeteilt jetzt da?
wo war es jetzt? Holzkohle. Weil Holzkohle kann man, glaube ich, nicht zerschreddern. Zerschreddern, da. Das ging, glaube ich, nicht. Genau, immer noch nicht. Finde ich schade, aber ich habe dafür einen anderen Plan, damit ich nicht die gute Kohle aus der Höhle verwenden muss für meine Fackeln. Nehmen wir jetzt einfach Holzkohle mit. Okay, das wird jetzt ein bisschen dauern. Währenddessen könnte ich eigentlich das Feld hier ernten. Das ist, glaube ich, fast komplett fertig. Ist egal, ich ernte es trotzdem. Dann habe ich dabei ein bisschen was zu tun. Oh, das war jetzt nicht fertig. Das ist aber fertig. Das aber auch. Das aber nicht. Ich muss mich erstmal auskennen. Nee, du bist nicht fertig, du auch nicht, aber du. Die mit den Boppeln sind alle fertig oben drauf. Der Rest nicht. Theoretisch kann ich eigentlich direkt auffüllen. Könnt ihr eigentlich so eine fette Erntemaschine bauen? Mit Pistons. Obwohl, da brauche ich gar nicht Sticky, wenn ich es mit, mit Kies oder Sand mache. Dann ging das auch ohne. Will ich das machen? Wäre mal wieder ein längeres Projekt. Auf jeden Fall. Naja, hätte aber ausnahmsweise mal nichts mit Industrial Craft zu tun. Weiß noch nicht. So. Dadadam. Eigentlich wollte ich ja mit 1.2 irgendwann auch Buildcraft mit anfangen. Vor allem, weil ich das dann irgendwann auch für den Server haben möchte. Nachdem jetzt etliche Male gefragt wurde. Und dann werde ich natürlich auch hier in meinem Let's Play anbinden, weil ich es ja sowieso brauchen werde. So, dich dahin. Eigentlich könnte ich vielleicht ein bisschen Brot machen. So, einen halben Stack so und dann gehe ich halt mit. Ja? 1, 2, 3. So. Was soll ich jetzt sagen? Ich gehe mit einem halben Stack Brot runter. Ne, ich glaube, das war's gar nicht. Ich wollte irgendwas davor noch sagen. Ich habe hier ein bisschen mehr Kohle, das ist aber eigentlich auch nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Ich habe es irgendwie vergessen. Vielleicht, dass ich Buildcraft hier reinhauen will, aber was ich auf jeden Fall noch will, ist jetzt schlafen gehen. Mit Buildcraft... Jo, nee, ist egal. Ich bin jetzt irgendwie leicht verwirrt. Das Gummi könnte ich eigentlich raustun, weil sonst läuft es voll und dann tut es wieder nichts. Und genau, das verfeinertes Uran. Verfeinert? Habe ich das da auch so genannt? Ach nee, so. Und das Gold... Das Gold kommt da rein. Und... Da habe ich noch ein bisschen Kohle. Da habe ich sogar noch ein bisschen Kohlestaub. Hatte ich da nicht auch Kohlestaub? Jetzt auch, vielleicht sollte ich es mal zusammenführen. Wo war jetzt was? Da war die Kohle. Das veredeltes Eisen. Okay, der Name passt auch. Jetzt habe ich wieder voll den Faden verloren. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Okay, die Energie steigt jetzt nicht mehr so doll, weil vorhin waren die Teile natürlich voll und die haben sie natürlich komplett hier jetzt entladen. Bloß das ist jetzt natürlich nicht mehr der Fall, deswegen habe ich da nicht mehr so einen rasanten Zuwachs wie vorher. Ich wollte auf die Kohle warten. So, dann... Ach, was soll's, dann gehe ich halt mal kurz in die Mine. Und ja, vielleicht finde ich noch ein bisschen Kohle, weil die kann ich immer gebrauchen. Oder ich gehe gar nicht in unsere alte Mine, sondern ich nehme diese... weil bis ich da wieder unten bin, das auch ein Weilchen. Ich nehme die andere Schlucht aus, die wir da hinten mal gesehen haben beim Vorüberlaufen. Hi, Schafi. Na, Schafi, wollen wir dich scheren? Ups, ich wollte dich eigentlich scheren. Schafi! Hier, jetzt da, geschert. Ach, das ist bloß hellgraue Wolle, oder? Na toll. Warum nehme ich jetzt eigentlich Wolle mit, wenn ich eigentlich in die Mini will? Egal. Ich fand es einfach lustig, wieder mal ein Schaf mit der Kettensäge zu scheren. Wo war jetzt eigentlich diese Schlucht? Die war irgendwo hier in der Nähe. Da ist die Fackel. War hier die Schlucht? Ah ne, hier war bloß ein Höhleneingang. Da ist auch noch sehr recht viel sogar. Warum gehen wir eigentlich nicht dahin? Sogar Kohle. Ja, dann gehen wir halt hierher. So, warum habe ich jetzt den Mining Laser eigentlich genau mitgenommen? Ja, okay, zum gezielten Abbau bringt das jetzt, glaube ich, jetzt nichts.
Eher wenn wir so lange geradeaus müssten. So, jetzt füll dich mal hier auf. Huch, jetzt hier. Muss. Jetzt. Hallo? Ich komme hier nicht raus. Also, hä? Wie geht das jetzt? So, dann gehen wir halt zu außen rum. Was? Schon 16 Kohle. Hä? Das ging jetzt aber schnell. Ja. Dann nehmen wir hier das Eisen und das Kupfer gleich mit raus. Huch. Moment, habe ich die Monster eigentlich an? Einfach, ja, einfach heißt Monster an. Ja, stimmt, ich habe ja Hunger. Ach ja, klar, ich habe ja von den Zombie an der Tür klopfen gehört. Und die natürlich freuen. Längst aufgemacht. Und wer hat es mir gedankt? Der hat mich angegriffen, oder beziehungsweise wollte es tun. Vielleicht wollte er mich auch nur umarmen, ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja nicht gelassen. Ich habe ihn vorher getötet. Naja, aber diesen Zombies, den kann man einfach nicht trauen. Da muss man schon mal eins zwischen die Rübe zwiebeln. So, das habe ich ja den Meinlings immer noch nicht gezeigt. Naja, nehmen wir erstmal die Kohle hier raus und gehen dann das kleine Stückchen runter. Moment, jetzt nehmen wir das hier weg und nehmen die Kuppel davor. Hep. So, machen wir kurz demonstrativ. Tju! Hui! Und? Moment. Hui! Oh. So, kann man sich theoretisch die Höhlen entlang bohren. So, jetzt machen wir hier aber wieder zu. Aber da wollen wir eigentlich gar nicht lang. Wo könnt ihr in die Fackel setzen? Irgendwie schaut es ja dunkel aus. Und hier schaut es auf jeden Fall dunkel aus. Ach verdammt, ich hätte den Laser nicht einsetzen dürfen. Jetzt ist nämlich das ganze Lab-Pack für den Laser darauf gegangen. Ah, großartig. Oh, ich sollte vielleicht Holzkohle verwenden und mir ein paar Fackelchen, Fackelchen machen. So, Fackel. Hatte ich hier nicht Kupfer gesehen? Da. Irgendwie sagt mir, dass da unten dunkel ist. So, dann nehmen wir wieder Kupfer. Warum nehme ich eigentlich Kupfer mit? Ich habe so viel Kupfer... Ich halte lieber die Klappe, weil... Wenn ich das sag und da noch hinzufüge, das wird doch kein Mensch brauchen, dann werde ich spätestens in der übernächsten Aufnahme... werde ich dann bestimmt einen Mangel haben. Oh. Ich höre eine Spinne. Ich höre immer noch eine Spinne. Ich weiß nicht. Da ist sie auch. Ich grüße sie. So, ich habe schon wieder eine Spinne. Sieht das interessant aus. Ich habe eine sterbende Spinne. Ja, ist recht. Jetzt halt die Klappe. Wo sind wir jetzt reingekommen? Da. Vielleicht machen wir auch noch ein Lichtlein. So, und fangen hier an, das ganze Zeug rauszuhauen. Ja, ich glaube, das wird eine sehr kurze Miniatur, dadurch, dass ich jetzt das ganze Lab-Pack für den Laser aufgebraucht habe. Dann werde ich halt bloß eine Mining-Drill-Ladung hier unten bleiben können. Na, großartig. Das versteht man nicht unter einer Minentour. Einmal kurz rein und dann wieder raus. So, dann hier. Das Kupfer natürlich nicht vergessen. Eisen kann man immer gebrauchen, das, ich glaube, da werde ich nie sagen, dass das zu wenig sein wird, zu viel sein wird. So, wie komme ich jetzt an das Kupfer, ohne dass es da runterfällt? Vermutlich gar nicht, da muss ich erst da runterkommen, deswegen lasse ich es jetzt da erstmal liegen. Oh, da ist ein Zombie mit Kürbisschädel. Das ist ein Kürbiszombie. So, ich mache das jetzt mal weg, das ist ja hier mehr eine Stolperfalle als irgendwas anderes. Genauso wie das auf jeden Fall eine Stolperfalle ist. So, dann nehmen wir mal den Zinn mit. Den können wir auch auf jeden Fall gebrauchen. Da. Großartig. Hallo. Gib mir meinen Zinn wieder. Ach komm, dann fall du auch runter. Dann kommen wir gleich da. Ja. Wie war das? Mit dem kann man auch schießen. Spinni! Es brennt. Der Zombie, jetzt nur gut zielen. So. Und die Spinne? Was ist denn der Creeper dazu? Moment, kann ich dich von hier irgendwie... Ne. Da drüben ist Licht. Das schaut aber nach Tageslicht aus. Spinne, du bist so dermaßen im Weg, das glaubst du kaum. Da jetzt... Genau, dankeschön. So, und jetzt am besten hier...
Mal ein Licht. Wo ist jetzt eigentlich der Creeper? Mir macht der Creeper mehr Sorgen als alles andere hier. Wohl. So. Da. Jetzt ist es ein bisschen dunkel für euch, ich weiß. Mal kurz Licht. Dann nehmen wir den anderen Zombie. Ich hab bloß ein bisschen Schiss, dass der Creeper jetzt gleich um die Ecke rennt. Dann überraschen wir ihn. Okay. Er überrascht uns, indem er einfach nicht da ist. Auch nicht schlecht. Machen wir trotzdem noch ein Licht. Wow! Skelett! Jetzt stirbt doch einfach. Dankeschön. So, dann müssen wir hier noch ein Licht besorgen. Oh mein Gott.